Lanz ist mit seiner Fläche von 1130 Quadratkilometern der sechstgrößte Binnensee der USA. Im Osten wird er von New York und im Westen von Vermont begrenzt. Auf ihm fahren hauptsächlich kleine Boote, Fähren und Vergnügungsschiffe. Darin aber befindet sich vielleicht etwas, das hier eigentlich nicht hingehört. Die Einheimischen nennen es Champ, Amerikas Nessie. Genau wie im Fall von Schottlands berühmtem Ungeheuer behaupten Hunderte, Champ gesehen zu haben. Auf seinem Weg nach Kanada kartiert der französische Entdecker Samuel de Champlain den See, der einmal nach ihm benannt werden sollte. Die Region ist damals entlegen und dünn besiedelt. Der Version eines historischen Berichts zufolge ist de Champlain 1609 der Erste, der dort ein Ungeheuer sichtet. Der Legende nach beschreibt er es als 6 Meter lange Schlange, dick wie ein Fass, mit dem Kopf eines Pferdes. Es sah aus wie ein U-Boot. Er schien, drehte sich um und verschwand in der Dunkelheit. Der Körper war so groß wie der eines Ponys. Krokodilförmig, eine Robbe mit einem langen Hals. Es tauchte auf und ich konnte Kopf und Hals erkennen. Es war gut 2 bis 2,5 Meter lang. Sehr glatte Haut, keine Schuppen oder Fell, soweit ich das sehen konnte. 4 Flossen und ein Schwanz, so sehen diese Dinge aus. Ich konnte keine Rückenflossen ausmachen. Kein Fisch. Es hatte einen Kopf wie ein Dinosaurier. Augenzeugen beschreiben die Kreatur als lang, geschmeidig und prähistorisch aussehend. Man schätzt sie auf eine Länge zwischen 1,80 Meter und 7,50 Meter, möglicherweise mit einem Buckel und einem schlangenähnlichen Kopf. Diese Beschreibungen lassen keinerlei Ähnlichkeiten mit anderen Süßwasserkreaturen erkennen, die in diesem Teil von Nordamerika oder sonst wo gefunden wurden. Das Gewässer hat ein einzigartiges geologisches Profil. Vor weniger als 11.000 Jahren hatte der heutige Lake Champlain eine Verbindung zum Atlantischen Ozean. 1849 helfen 2 irische Arbeiter beim Bau der ersten Eisenbahn zwischen Rutland und Burlington, Vermont. Bei Grabungen legen sie ein paar enorm große Knochen frei. Zuerst denken sie, es sei ein altes Pferd. Viel später erst erkennt ein Experte die Bedeutung ihres Fundes. Sherlock Thompson, Naturalist und Geologe aus Vermont, stellt zwischen dem 12.000 Jahre alten Fossil und dem noch lebenden Weißwal eine starke Ähnlichkeit fest. Was aber hat es unter einer 2,5 Meter tiefen Lehmschicht zu suchen? Wie sich herausstellt, beweist der Wal von Vermont, dass die Gegend schon lange vor Champlains Eintreffen eine faszinierende geologische Geschichte hat. Das ist der Charlotte-Wal. Er heißt so, weil man ihn in Charlotte, Vermont fand. Daher wissen wir auch, dass es im Champlain Valley einst Salzwasser gegeben haben muss. Geologen wie Stephen Wright zufolge bedeckte diese Gegend einst ein größeres Salzgewässer, das Meer von Champlain. Wir vermuten, das Champlain-Meer existierte hier vor 11.000 bis etwa 9.000 Jahren, also ungefähr 2 bis 2.500 Jahre lang. Es gibt Indizien, die darauf deuten, dass schon viel früher Meereskreaturen diese Gewässer bewohnt haben. Isle de la Motte ist eine der 80 Champlain-Inseln. Die fossilhaltige Kalksteinformation ist ein Relikt aus dem Ordovizium und beherbergt Teile des ältesten Korallenriffs der Erde. Kann die einstige Gegenwart von Salzwasser Licht auf die unerklärbaren Sichtungen von Lake Champlain werfen? Lake Champlain und Loch Ness wurden vom Ozean überflutet und zu Meeresarmen. Und so kamen auch die Meerestiere. Scott Mardis geht den Geschichten über Champ seit 10 Jahren auf den Grund und ist sogar an den See gezogen, um die Legende zu studieren.
Er vermutet, Champs Ursprung kann tausende Jahre zurückverfolgt werden. In eine Zeit, in der die Brackwasser des Champlain-Beckens in den St. Lorenz-Strom abfließen und sich die große Öffnung zum Meer langsam wieder verschließt. Als das geschieht, werden einige der Meeresbewohner von dem sich neu bildenden Süßwassersee eingeschlossen. Ihnen bleibt nur, sich weiterzuentwickeln oder zu sterben. Die Salzwasserarme des Champlain-Meeres wurden vom Ozean abgeschnitten. Und was immer in den Seen lebte, starb aus oder passte sich an ein Leben im Süßwasser an. Wissenschaftler halten diese Idee für plausibel. Champ könnte ein umherziehender Meeresbewohner sein, der eigentlich stromaufwärts schwimmen wollte, sich hoffnungslos verirrte und hier landete. Alan Marston ist Biologin an der University of Vermont. Sie bestätigt, dass einige der Fische im Lake Champlain von im Meer lebenden Vorfahren abstammen. Die meisten der Fische hier stammen aus der Zeit, als das Meer von Champlain zurückwich und ein Süßwassersee entstand. Ein paar Salzwasserfische sind geblieben, zum Beispiel der atlantische Lachs oder der Stör. Könnten im Lake Champlain eingeschlossene Nachfahren von Walen eine Erklärung für die Sichtungen von Champ sein? Eine weit verbreitete Theorie geht bei Champ, Nessie und anderen Seeungeheuern davon aus, dass es sich um überlebende Plesiosaurier handelt. Fossile Funde von Plesiosauriern, den Meeresreptilien, die als seit über 65 Millionen Jahren ausgestorben gelten, finden sich auf fast allen Kontinenten. Wie Weißwal und andere Walarten hatten Plesiosaurier Lungen, keine Kiemen. Das bedeutet, sie mussten an der Wasseroberfläche Luft holen. Plesiosaurier gab es in vielen Formen und Größen, sie alle hatten aber einen langen Hals, einen breiten Körper, einen kurzen Schwanz und vier paddelförmige Flossen, um sich durchs Wasser zu bewegen. Den meisten Augenzeugen zufolge ähnelt Champ eher einem Plesiosaurier als einem Wal. Und diese Frau hat vielleicht den besten Beweis dafür, dass sich in dem See immer noch prähistorische Kreaturen herumtreiben. 5. Juli 1977, in der Nähe von St. Albans, Vermont. Sandra Manzi, ihre zwei Kinder und ihr Mann wollen einen gemütlichen Nachmittagsspaziergang am See machen. Seht ihr das? Da draußen ist was. Kinder! Weg vom Wasser! Mit ihrer Pocketkamera fotografiert Manzi, was sie sieht. Sie sagt, der Kopf der Kreatur ragte 1,80 Meter weit aus dem Wasser und mindestens 3,5 Meter seines Körpers waren zu sehen. Manzi zufolge war das Ding 5 bis 6 Minuten lang zu sehen. Kryptozoologe John Kirk hat eine Menge dieser Sichtungen untersucht und meint, glaubwürdige Beweise wie Fotos seien eher selten. Manzis Foto ist wahrscheinlich das Beste. Doch ist die Vorstellung eines im See lebenden Plesiosauriers wissenschaftlich haltbar? Ob es da draußen etwas gibt, worüber wir nichts wissen? Absolut. Es gibt eine Menge, worüber wir nichts wissen. Aber ob die Kreatur eine Art Plesiosaurier sein könnte? Nein. Okay, Ted, park den Wagen parallel zum See. Bis vor kurzem hat Scott Mardis seine Nachforschungen auf Augenzeugenberichte von anderen konzentriert. Jetzt wird er zum ersten Mal selbst versuchen, Champ vor die Linse zu bekommen. Wer Geld für so eine Art von Arbeit aufbringen kann, sollte wirklich herkommen und sein Glück versuchen. Mardis legt sich mit unseren Kameramännern auf die Lauer. Die beiden Videoprofis haben zusammen 30 Jahre Erfahrung mit dem Filmen von Tieren in ihrem natürlichen Lebensraum. Wir haben unser Forschungsvehikel an einer abgelegenen Stelle am See abgestellt und für mehrere Tage unser Lager dort aufgeschlagen. Denn viele Leute meinten, man könne nur dann einen Blick auf Champ erhaschen, wenn man am See ist. Drei Kamerasysteme, zwei Farbkameras und eine Infrarot-Unterwasserkamera.
Das Vorwärts-Rückwärts-Kamerasystem wird uns dabei helfen, den See abzufahren und Champ aufzuspüren. Jay, wir installieren die Kamerafallen an den Stellen, an denen es viele Sichtungen gab. Doch wo soll man an einem über 1000 Quadratkilometer großen See anfangen? Die Antwort liegt vielleicht in den ungewöhnlichen Funden eines weiteren Experten. Ich war von der Größe überwältigt. Mit so etwas Großem habe ich in dem See nicht gerechnet. Mit der Zunahme der Siedler in der Gegend um den See steigt auch die Anzahl der Sichtungen des legendären Seeungeheuers. 1873 ist für Champ ein besonders reges Jahr. Die New York Times berichtet von einer Eisenbahner-Crew, die am See einen riesigen Schlangenkopf mit schimmernden Schuppen gesehen habe. Im Juli berichtet Clinton County Sheriff Nathan Mooney, er habe eine riesige Schlange oder Wasserschlange von 7 bis 10 Metern Länge gesehen. Im darauffolgenden Monat stößt der Dampfer WB Eddy mit Champ zusammen. Laut der an Bord befindlichen Touristen kentert das Schiff dabei fast. Berichte über das Ungeheuer aus dem 19. Jahrhundert erlangen solch eine Berühmtheit, dass Zirkusdirektor P.T. Barnum eine Belohnung von $50.000 für die Haut des Monsters ausschreibt. Barnum wollte sie in sein Kuriositätenkabinett aufnehmen. Barnums Belohnung hilft nichts, doch die Sichtungen gehen weiter. Lebt im See ein Plesiosaurier? Ein riesiges Wasserreptil, das als ausgestorben gilt? Oder ist es etwas anderes? Von Burlington nach Port Kent und wieder zurück. Fährenkapitän B.J. Bombard hat die Strecke über den See schon 1000 Mal zurückgelegt. Die meisten Fahrten verlaufen ereignislos. Außer einer Mitte der 1990er Jahre. Wir waren auf der vorgegebenen Fährroute. Ich schaute nach vorne und konnte sehen, dass etwas auf uns zusteuerte. Dass etwas auf unserem Kurs war. Das Objekt kommt näher. Bombard stellt die Fähre quer, um einen besseren Blick darauf zu bekommen. Als wir näher kamen und ich es besser sehen konnte, sah es aus wie ein U-Boot, das ganz nah an der Wasseroberfläche dahin gleitet. Ich holte mein Fernglas. Als wir noch näher kamen, sah man, dass es kein Baumstamm oder mehrere Objekte waren. Ich würde sagen, das Ding war gute 2 Meter lang. Ich konnte keine Rückenflossen erkennen. Das war merkwürdig. Keine einzige Flosse. Ich sah zwar etwas, aber ich wusste nicht, was es war. Und Elizabeth von Muggenthaler hat etwas Vergleichbares noch nie gehört. Außer Walen und Delfinen gibt es keine Wasserlebewesen, die Echoortung nutzen. Aber das Signal lügt nicht. Von Muggenthaler ist mit Geschichten wie der von Captain Bombard vertraut. Sie ist an den Ufern des Sees aufgewachsen. Heute ist sie bi.